Im späten 24. Jahrhundert vor Christus herrschte im alten Mesopotamien ein ständiger Krieg um die Kontrolle in der Region. Sargon von Akkad, der als erster Imperator der Geschichte gilt, vereinigte erfolgreich mehrere sumerische Stadtstaaten und eroberte ganz Mesopotamien. Dort gründete er dann das Reich von Akkad. Als Anerkennung für die nachhaltige Wirkung seines Lebens und seines Vermächtnisses erhielt er von der Nachwelt sogar den Namen Sargon der Große. Der Legende nach wurde Sargon als unehelicher Sohn einer Priesterin der sumerischen Liebesgottheit und eines unbekannten Vaters geboren, der in dem kleinen Dorf Azu-Piranu lebte. Seine Mutter setzte ihn in einem Korb auf dem Euphrat aus, wo er von einem Mann namens Aki gefunden wurde, der als Gärtner für den König von Kish, Ur-Zababa, arbeitete. Aki nahm den Jungen auf und adoptierte ihn als seinen eigenen Sohn. Bei Hof stieg Sargon bis zum Mundschenken des Königs auf. Der Mundschenk war ein besonders prestigeträchtiges Amt, das wegen der damals häufig vorkommenden Vergiftungen das absolute Vertrauen des Königs erforderte. In dieser Zeit führte Lugasagesi, der König von Uma, eine Armee an, um die Stadtstaaten von Sumer zu erobern. Schließlich stieß er mit seinen Truppen auch bis zu Sargons Heimat Kish vor. König Ur-Zababa sandte Sargon aus, um den König von Uma ein Friedensangebot zu überbringen. Lugalsagesi lehnte jedoch ab und bot Sargon an, sich stattdessen seinem eigenen Eroberungsfeldzug anzuschließen. Sargon wechselte tatsächlich die Seiten. Gemeinsam eroberten sie die Stadt Kish und zwangen Ur-Zababa in die Flucht. Doch schon nach wenigen Jahren verschlechterten sich das Verhältnis zwischen Sargon und Lugasagesi. Die Legende besagt, dass Sargon eine Affäre mit der Frau von Lugasagesi anfing. Die beiden Männer wurden schnell zu Feinden und zogen gegeneinander in die Schlacht. Nach einem entscheidenden Sieg über Lugasagesi ließ Sargon den gestürzten König in Ketten durch die Straßen führen, bevor er ihn foltern und hinrichten ließ. Sargon ernannte sich selbst zum neuen König von Kish und setzte die Eroberung von Sumer, die sein Vorgänger begonnen hatte, weiter fort. Lugasagesi hatte das Reich bereits zu einem großen Teil geeint, was für Sargon natürlich von Vorteil war. Nachdem er den Rest von Sumer eingenommen hatte, zog er weiter, um auch Assyrien und Elam zu erobern. Mit der Zeit brachte Sargon den größten Teil des fruchtbaren Halbmonds unter seine Herrschaft und erreichte damit, was kein anderer König je zuvor geschafft hatte. Sargon entwickelte neue militärische Taktiken, zum Beispiel die Phalanx-Formation, eine eng zusammenstehende Gruppe von Soldaten, die mit Speeren und massiven Schilden ausgerüstet waren. Die Phalanx-Formation wurde zu einer weit verbreiteten Taktik. Sogar Alexander der Große setzte sie fast 2000 Jahre später bei seinen militärischen Eroberungen ein. Sargon nutzte auch neue Erfindungen, wie den Kompositbogen, um seinen Truppen auf dem Schlachtfeld einen erheblichen Vorteil gegenüber dem Feind zu verschaffen. So konnte der neuartige Bogen aus Holz, Horn und Sehnen doppelt so weit schießen wie ein herkömmlicher Bogen und hatte etwa die dreifache Kraft. Diese militärischen Fortschritte verhalfen Sargon im Laufe seines Lebens zu insgesamt 34 siegreichen Schlachten. Schließlich gründete er die Stadt Akkad und machte sie zur Hauptstadt seines Reiches. Er gründete auch die Stadt Babylon, die sich 6 Jahrhunderte später unter der Herrschaft von Hammurabi zu einer dominierenden Macht entwickeln sollte. Bei der Gründung seines neuen Reiches besetzte Sargon hochrangige Positionen mit seinen vertrauenswürdigsten Männern und ernannte sie zu Statthaltern in seiner Verwaltung, die sich über 65 Städte erstreckte. Er festigte seine Macht weiter, indem er seine Tochter Eni-Duanna zur Hohepriesterin des Gottes der Weisheit ernannte,
einem der bedeutendsten religiösen Ämter der damaligen Zeit. So konnte Sargon einen noch viel größeren Einfluss auf sein Reich ausüben. Das erwies sich als Schlüsselfaktor für seinen Machterhalt. Sargon behauptete von sich, während seiner Herrschaft die vier Ecken des Universums erobert zu haben, die sich damals vom Persischen Golf bis zum Mittelmeer erstreckten. Das Arkadische Reich entwickelte auch den ersten Postdienst der Welt und setzte erstmals in der Geschichte Bürokratie in großem Maßstab ein. Mit dem Bau von Bewässerungssystemen und gepflasterten Straßen verbesserte das Reich auch die Infrastruktur in Mesopotamien erheblich. Sargon unterhielt in der Stadt Akkad ein festes Heer von 5.400 Mann, was ihm im Vergleich zu früheren Königen einen erheblichen Vorteil verschaffte. Doch trotz dieser Vielzahl an Neuerungen und Fortschritten kam es im Königreich zu zahlreichen Rebellionen, sodass Sargon viele Aufstände niederschlagen musste. Der sumerischen Königsliste zufolge regierte Sargon 56 Jahre lang. Er starb 2279 vor Christus eines natürlichen Todes. Sargons Sohn Rimush erbte den Thron und regierte 9 Jahre lang, bis zu seinem eigenen Tod, woraufhin sein Bruder Manishtushu ihm folgte. Das Akkadische Reich bestand noch ein weiteres Jahrhundert lang, bis zur Eroberung Sumers durch die Gutianer um 2150 vor Christus. Geschichten über Sargon, den Großen, waren in assyrischen und babylonischen Texten weit verbreitet, was seinen Status als Legende schnell festigte. Mit unerbitterlichem Ehrgeiz eroberte Sargon ganz Mesopotamien und schuf so das erste Imperium der Welt.